genau. Statistik und nur ganz begrenzt, mal ganz kurz Stochastik, eine Einführung. Wir sind in der 7. Klasse. Statistik, ich gehe erstmal auf den Begriff ein. Statistik ist die Lehre, Statistikum, die Lehre von den Daten über den Staat. Aber wir machen das mal ein bisschen moderner. Wir sagen mal zu Statistik einfach, was war. Das heißt, wir werten Daten aus von Dingen, die schon passiert sind, die es schon gibt. Wogegen Stochastik die Frage stellt, was wird sein? Das ist der Riesenunterschied. Aber die hängen beide zusammen. Denn wenn ich weiß, was war, dann kann ich eher vorhersagen, was sein wird. Als Beispiel für eine Statistik, wir machen es mal auf unsere Schule bezogen, sagt sich unser Cafeteria-Chef, was mache ich denn? Ich mache Sandwiches, Bockwurst, Schnitzelbrötchen, Klopsbrötchen, Hamburger und Spaghetti. Aber bevor ich hier in der Schule so richtig loslege, ich lasse mal einen Zettel rumgehen. Und er lässt ja einen richtigen Zettel rumgehen und jeder soll seinen Begriff aufschreiben von dem, was er am liebsten mag. Und da kommt dann eben Tralala und Hopsasa und der Nächste schreibt dies und das und das und das. Relativ sauber und geordnet in Spalten und in einer Reihenfolge, wo er sagt, oh Mensch, Mensch, Mensch. Und der ganze Zettel ist voll, also alles voll. Und er liest dann, aha. Und er sagt dann, warte mal, das muss ich mal ordnen. Bockwurst, da mache ich mal einen Strich. So, der nächste Begriff war Sandwich. Nee, warte mal, ich schreibe mal das Sandwich drüben auf die andere Seite. Sandwich, mache ich einen Strich, jetzt liest er weiter. Ach, nochmal Sandwich. Er liest weiter. Schnitzelbrötchen, Schniebrö. Macht er wieder einen Strich. Dann kommt Klobrö, ich meine Klopsbrötchen. Macht er wieder einen Strich. Hamburger. Macht er wieder einen Strich. Dann kommt wieder ein Sandwich. Dann macht er Spaghetti. Macht er wieder einen Strich. Und so kommt er hier auf Striche, hier wieder, hier. Da macht er 1, 2, 3, 4 Striche und einer durch, heißt immer ein Fünfer. So, dann sieht das so aus. Und dann, okay, Bockwurst, da passiert nichts weiter bei Schneebrö. Sieht so aus und bei Klobrö sieht so aus und Spaghetti, da war ja gar nichts. Das hatte er sich gedacht. Ach ja, das ist auch nicht schön. Man sagt zu diesem Ding hier, das hier ist die sogenannte Urliste. Das heißt, da sind die Daten relativ ungeordnet und unübersichtlich auf einer Liste einfach zusammengefasst. Das hier ist schon gezählt mit Summen. Wenn ihr mal folgendes Zeichen seht, hier, wenn wir mal hier die Summe bilden, 1, 2, 3, 3 mal 5 und 2 sind 17. Das Summenzeichen, das sieht so aus, das ist das Sigma. Das ist ein griechischer Buchstabe. Also, die Summe ist hier 17, hier nur 1, hier sind es 6, hier sind es 2 und hier ist 1 und hier ist 0. Naja, sagt er, ach so soll das sein. Na schön, prima. Und in der ersten Pause tatsächlich, erste Pause, jetzt mache ich das mal in grün, erste Pause, da sieht das wirklich so aus, tatsächlich. Volle 17 Sandwiches, genau eine Bockwurst und das erfüllt sich und es will auch keiner Spaghetti in der ersten Pause. Ne? Morgens, wer isst denn da schon Spaghetti? So, naja, gut. In der zweiten Pause, da sieht das so aus, da hat er, 21 Sandwiches, 2 Bockwürste verkauft, 2 davon, 1 davon und was hatte ich mir noch überlegt? 2 davon und wieder keinen Spaghetti, so ein Ärger. Dritte Pause bricht an. Und er verkauft 14, 6, 8, 3, 9 Hamburger und 4 mal Spaghetti. Na gut, jetzt sagt er sich, warte mal, jetzt bilde ich nochmal eine Summe. Jetzt ziehe ich mal hier eine Summe drunter. Wieder seine Summe. Und das macht dann hier insgesamt 52, 9, 16, 6, 11 und hier 4 Portionen. Jetzt überlegt er sich, das war der Montag.
Was wird am Dienstag passieren? Jetzt kommt seine Überlegung. Dienstag? Naja, sicherheitshalber, nicht, dass dann einer jammert. Dann nehme ich mal, kaufe ich mal für Dienstag so ein. Ich kaufe mal 60 Sandwiches ein. Hier nehme ich sicherheitshalber nur 10. Hier nehme ich 20. Hier 10. Und hier auch 10. Ist mir egal. Und hier weiß ich es nicht. Spaghetti, das war vielleicht ein Zufall. Ach, Spaghetti lasse ich einfach mal weg. Mittwoch weiß der Teufel, was da passiert. Aber eins ist, lohnt sich das alles so? Kann man das so machen? Kann man von einem Tag auf den anderen schließen? Wahrscheinlich nicht. Dann regnet es draußen, dann wollen sie alle plötzlich in die Cafeteria, weil es dann, da regnet es nicht drin, ne? Da isst sich's besser. Okay, auf einmal weiß er gar nicht, wo er die ganze Ware hernehmen soll, denn alle haben Hunger. Und das geht die ganze Zeit so weiter. Dann plötzlich, was denn hier los? Totaler Umsatzeinbruch, weil die 9. Klasse hat Projektwoche, gibt's viel weniger. Dann hat die 7. Klasse mal eine Wanderfahrt, also fehlen wieder welche. Dann haben die 8. Klassen Theater oder die 10. Klassen Sportprojekt, 11. Klasse auch und die 12. Klasse macht Abi-Vorbereitung. Und jedes Mal ändern sich die Zahlen und er wird wahnsinnig. Er sagt, Mensch, wovon ist denn das abhängig? Von der Klassenanwesenheit? Vielleicht vom Wetter? Überlegt er sich was anderes. Vielleicht sollte man auch mal nach Mädels und Jungs unterteilen. Oder was passiert, wenn ein Kuchenbasar in der Schule ist? Und. Das heißt also, die Daten, die bisher da waren, die lassen sich bei diesem Thema, was war und was wird sein, nicht ganz so einfach übertragen. Das heißt, es müssen jeden Tag die gleichen Bedingungen da sein. Sonst ist der Blick von der Statistik in die Stochastik gar nicht so leicht. Dann funktioniert das alles nicht. Gut, Moment, er sagt, da muss Mathe her. Also bis jetzt habe ich das immer nur aus dem Gefühl gemacht. Die anderen Tage und die anderen Wochen, die anderen Monate, die werden jedes Mal unterschiedlich sein. Hier, vielleicht können uns die Mathelehrer helfen. Naja, gut, okay. Er geht zum Direktor und sagt, bitte, ich möchte mal eins. Können Sie mir immer ein paar Tage vorher die geplante Schüleranwesenheit melden? Also ob Sportprojekte sind und Klassenfahrten und dies und das. Na klar, sagt der Direktor, kein Problem. Das wird immer weitergereicht. Da können Sie sich schon mal drauf einrichten. Das hilft ihm schon mal. Und jetzt fragt er, Sie sind doch auch Mathelehrer. Können Sie mir mit Mathe helfen? Klar, sagt der Direktor, gerne. Naja, aber was muss ich denn machen? Naja, Sie müssen schon einige Umfragen machen. Oh, sagt er wieder so eine blöde Urliste. Was soll ich denn nur tun? Oh, ja, ohne Zahlen können wir nichts auswerten, sagt der Direktor. Auch Zahlen über Zahlen, Mensch. Oh, überhaupt, wenn ich meine, selbst hier, guckt mal hier, in diesem Bereich oder auch mit echten Zahlen, das ist doch irgendwie schlimm. Nochmal ein anderes Beispiel. Ich hatte ja vorhin gerade als Einführung noch gesagt, also vor dem Video, in einer Klasse haben zwei Leute eine 4 im Test geschrieben. Jetzt sagt man, naja, zwei Leute bezogen auf 22 ist nicht so schlimm. Ja, aber die beiden Vieren waren nur die Jungs und wir haben meinetwegen nur vier Jungs. Angenommen, ne? Und ja, solche Klassen gibt es ja ganz selten, ne? Jetzt nehmen wir an, wir hätten nur vier Jungs. Oh! 2 von 4 hört sich ganz anders an. Das heißt, wir müssen einen Begriff einführen. Wir müssen einen Begriff einführen, auf den ich dann noch komme. Das ist die Relation. Das heißt, bezogen auf was werte ich die Zahlen aus? Na gut, okay. Der